Einige von euch mögen es nicht glauben, aber mein Kanalname hatte wirklich mal eine Bedeutung. Denn früher habe ich mal Videos gemacht zum Thema Rollenspiele selber basteln. Und mir ist aufgefallen, das könntest du vielleicht mal wieder machen. Hauptsächlich, weil meine alten Videos so ein bisschen aussehen wie PowerPoint-Präsentationen und weil ich mit den Inhalten nicht mehr ganz übereinstimme. War das ein ziemlich großes Thema und es ist ziemlich schwer daran zu gehen. Und dann ist mir eingefallen, hey, du musst ja nicht nur Leuten zeigen, wie man eine Welt baut, sondern musst ihnen auch zeigen, wie man ein eigenes Regelwerk bastelt. Und als ich gerade auf der Suche nach dem Jack Daniels war, fiel mir ein, warte, du kannst ja mehr als ein Video machen. Also musst du nicht alles auf einmal recherchieren und kannst ein fauler Sack sein. So wie immer. Also, hier sind die Grundlagen des Worldbuildings. Als erstes fasst ihr die Grundidee eurer Welt ganz kurz zusammen. Das mag jetzt sehr hochtrabend klingen, allerdings ist das für die meisten Stories recht einfach. Avatar, Kung-Fu-Zauberer kontrollieren die Elemente, Dalai Lama muss den Bösen stoppen. Recht einfach, oder? Monster Hunter, Leute töten Godzillas und machen daraus Waffen, um größere Godzillas zu töten. My Hero Academia, Heldentum ist ein Geschäft, Kinder gehen dafür zur Schule, ein Junge möchte Superman werden und erbt seine Kräfte. Legend of Korra, Kung-Fu-Zauberer kontrollieren die Elemente, alle Bösewichte stellen philosophische Themen dar, der Avatar ist eine gewaltige Fotze. Alles andere wie Charaktere, Struktur der Welt, Religion, Magie und alles andere könnt ihr im Nachhinein dazu denken. Wichtig ist, dass ihr diese Grundidee im Kern behaltet und alles andere, was ihr macht, bezieht sich immer auf diese Idee. Und sobald wir unsere Grundidee haben, sammeln wir andere Ideen. Welche Rassen finden wir interessant? Welche Kulturen wären cool? Haben wir spezielle Ideen für gewisse Kulturen oder Rassen? Haben wir irgendeine Art von Rasse, die es doch überhaupt gar nicht gab? Haben wir irgendeine besondere Art von Magie, die wir reinbringen wollen? Haben wir spezielle Ideen für Städte, für Gelände, für irgendetwas? All diese Ideen können wir sammeln und danach gleichen wir ab, wie gut sie zu unserer Grundidee passen und wie gut sie zueinander passen. Nachdem wir die Ideen gefiltert haben, sollten wir eine relativ kompakte Liste von verschiedenen Rassen, Kulturen, Magie und sonstigen Sachen drin haben, die ihr gerne reinbringen wollt. An diesem Punkt könnt ihr versuchen, die Sachen etwas zu kombinieren. Könnte zum Beispiel diese Dothraki-mäßige Reiterkultur, die ihr einbringen wollt, dasselbe sein wie die Orks? Oder könnte die Idee von diesem einen heiligen Ritterorden irgendwie mit einer Fraktion zusammenhängen, die ihr habt, oder irgendwas in der Richtung? Wenn ihr sinnvolle Kombinationen findet, dann versucht die Liste etwas zusammenzustreichen. Und wenn ihr dann fertig seid, macht einen relativ kurzen Steckbrief für jede einzelne dieser Gruppen. Einfach damit ihr ungefähr auf dem Schirm habt, was sind das für Typen, was mögen die nicht und was sind deren Ziele. Danach überlegt ihr euch noch, wie diese Fraktionen miteinander in Relation stehen, also führen sie gerade Krieg, ist Frieden zwischen denen, haben sie vielleicht sogar ein Handelsabkommen und dann seid ihr eigentlich auch soweit schon mit den Grundlagen eurer Welt fertig. Sicher, die ganzen feineren Details wie Geografie und Magie und Physik und dieser ganze Hippie-Scheiß fehlen noch. Allerdings sind das Sachen, über die man etwas länger nachdenken muss, die man etwas genauer behandeln muss. So gebe ich euch in relativ naher Zukunft eine strukturierte Methode, wie man diese Welt Schritt für Schritt erstellen kann. Aber jetzt gebe ich euch erst einmal meine Methode, die für euch vielleicht auch funktioniert, wenn ihr genauso autistisch und bescheuert seid wie ich. Also übernehme ich keine Haftung. Das mag jetzt relativ dämlich klingen, wahrscheinlich weil es von mir kommt, aber indem ihr das macht, worauf ihr am meisten Lust habt und woraus ihr am meisten ziehen könnt, könnt ihr euch selber besser in die Welt reinbringen. Wenn ihr Bock habt, eine Karte zu zeichnen, dann zeichnet eine Karte. Wenn ihr Lust habt, eine Kurzgeschichte zu schreiben, schreibt eine Kurzgeschichte. Beschäftigt euch irgendwie mit der Welt, zeichnet etwas, bastelt etwas, irgendetwas. Das ist zwar kein strukturiertes Vorgehen, aber ihr findet Stück für Stück weiter Teile dieser Welt, die sich irgendwann logisch für euch zusammenfügen. Allerdings dauert das ewig und ihr habt dann relativ große Brocken von bestimmten Sachen und andere Sachen sind unterentwickelt, weil sie euch keinen Spaß machen. Darum wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr erst einmal anfangt, das zu machen, was ihr wollt und ihr dann anhand der strukturierten Methode überprüft, was fehlt mir noch. Und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns ein klitzekleines bisschen mit den Regeln.